Alles in Butter. Aktuell mit Gewinn. Da können wir erstmal jetzt ein bisschen. Jetzt können wir Neues bauen. Reichweite passt für Marktplatz und Kirche. Plus 61 gewinnen jetzt aktuell. Ich glaube, wir müssen auch mal langsam eine Farm irgendwie bauen. Kartoffelfeld. Eine Weide. Zuckerrohrfeld, da können wir nämlich fiesen Alk dann draus bauen. Erstmal einen Weg dort ran und dann auch mal eine Lehmgrube jetzt. Erstmal noch den Weg hier. Ich finde das blöd, dass man den Weg immer bloß hier in der ersten Entwicklungsstufe auswählen kann. Wäre sinnvoll, wenn man den immer in jeder Stufe auswählen kann. Eine Weberhütte, der die Wolle verarbeitet. Die wollen jetzt hier genau Stoffe und Bildung wollen sie haben. Was kostet denn so eine Bildung hier? 4 Holz und 4 Steine. Was sind das? Steine? Ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine Ziegelei dann errichten. Aber bis wir die bauen können, das dauert einen kleinen Moment. Was ist hier oben los? Achso, das reicht nicht hier unten. Ja. Pech gehabt. Ach, hier ist das Haus noch abgebrannt. Aber wir sind immer noch im Plus. Also irgendwas hat mich jetzt... Irgendwas klappt jetzt hier. Komischerweise. Jetzt kann ich hier wieder die Lücke füllen erstmal. Und dann hier die Lehmgrube. Ich will hier eigentlich... Kann man die auch irgendwie drehen? Ach, stell die einfach mal hier daneben. Ja, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber... Dann kann ich nämlich daraus resultierend die Schule bauen. Wir machen immer noch Plus mit niedrigen Steuern. Machen hier Gewinn. Zwei Ziegel haben wir jetzt schon. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir die Schule am besten hinstellen. 500 kostet die. Obwohl, ich will vielleicht erstmal wieder ein bisschen Geld machen. Man kann die Ziegel ja auch einfach erstmal hier verkaufen. Dass der Händler die mitnimmt. Quatsch, verkaufen will ich. Verkaufen. Verkaufe 15 Goldziegel. So, jetzt kauft er die. Und ja. Wir machen jetzt plus 108. Boah. Also jetzt eskaliert es ja hier förmlich. Wenn er noch unser Ziegel abkauft. Jetzt hat er sie gekauft. Jetzt sind wir bei plus 258 schon. Oh Leute. Ich habe doch jetzt wohl nicht etwa den Kniff von diesem Spiel raus. Ich lasse ihn einfach jetzt unsere Ziegel aufkaufen. Dann machen wir erstmal ein bisschen Geld wieder. Boote, Bootswerft können wir noch bauen, hölzernen Turm für die Verteidigung, eine Brennerei gibt's noch. Können die Leute dann Alk kaufen? Komm, das bauen wir auch noch, stellen wir gleich hier. Müssen, glaube ich, ein bisschen. Ne, was brauchen die? Zuckerrohr, ne? Zuckerrohr wird jetzt zu Spirituosen veredelt. Achso, es hat uns der Typ wieder
die Steine aufgekauft. Dann wollen wir erstmal hier eine Brennerei. Weil Alk statt Bildung sozusagen. Oh, jetzt sind wir noch bei plus 34. Jetzt haben wir hier irgendwas, ist jetzt hier ziemlich teuer gekommen. Aber plus 32 ist auch noch in Ordnung. Dorfschule, wo kann ich hier alle abdecken? Von der Reichweite her. Ja. Also bauen wir sie dorthin. Wir müssen natürlich noch einen Verbindungsweg bauen. So. Jetzt kriegen sie Bildung. Reichweite, von der Reichweite passt das. Die wollen jetzt auch noch Stoff. Alles voll. Vielleicht muss ich doch nochmal ein Lagerhaus bauen. Eine leichte Steuererhöhung. Dass die hier kaum zahlen, das ist nicht in Ordnung. Der kauft uns jetzt ja immer noch unsere Steine ab. Ich fahre das Schiff mal woanders hin. Das stört mich jetzt hier ein bisschen. Oh, was ist so eine komische Fliege jetzt hier? Hau ab. Lagerzelt. Extend. Stock. Expand. Settlement. Range. And provides collectors. Na gut, bauen wir einmal ein Lager. Vielleicht eher gleich unten am Hafen. Macht in meinen Augen Sinn. Wir müssen mal irgendwas bauen, wo wir Werkzeug kriegen. Aber ich nehme einfach mal hier... Na gut, eine Feuerwehr könnte man noch bauen. Jetzt hat uns der Typ auch wieder alles geklaut. Oh. Alle Steine, die wir brauchen, der kauft uns alles ab hier, aber es bringt uns halt Geld. Stört zwar ein bisschen. Weil der halt uns alles wegkauft. Und jetzt hat er kurz mal gespeichert. Jetzt haben wir die Feuerwehr. Oh, jetzt hat er mir das gerade wieder weggekauft alles. Naja. Wird schon nichts passieren, sage ich einfach. Jetzt mal bei minus 16, was ist denn hier los? Ah, die entwickeln sich jetzt wieder zurück hier. Großen Häuser, weil hier jetzt gerade so ein bisschen Knappheit ist. Von allem. Jetzt sind wir wieder bei plus. Ich eigentlich hier Wege über Wasser bauen dort hinten? Ne. Ah, das war dumm jetzt. Das war dumm. So. Wir machen... Ja, jetzt sind wir wieder bei Plus. Schwankt ein bisschen. Weil die Leute kriegen nichts zu essen. Der Fischer leistet zwar hier viel, aber wenn ich fliege, hau ab. Ich baue nochmal einen zweiten. Weil wenn die Leute hier nichts zu essen haben, ist auch blöd. Das ist nämlich gerade das Problem hier. Nahrungsmangel. Der Typ kauft uns so unsere Steine ab, sodass wir relativ konstant... konstante Einnahmen haben, aber es ist halt nicht alles. Weil das Fleisch ist knapp und das bedeutet halt, dass die Leute hier wieder zurückgehen. Ihr seht das hier bei der Nahrung. Brennerei ist auch voll. Na gut, die lassen wir erstmal jetzt außer Betrieb nehmen. Spart wieder ein bisschen Geld ein.
So, und jetzt so. Minus 37. Kann ich das nicht verscherbeln hier, den Alk? Machen wir jetzt einfach mal. Was kauft denn der für 6 Gold Spirituosen? Okay. Soll das mal machen. So, ich gehe mal wieder hoch mit den Steuern. Dass wir wieder ein bisschen ins Plus kommen. So, jetzt haben wir wieder Gewinn gemacht leicht. Ich würde aber gerne noch ein paar Siedlungen bauen. Wir müssen auch dann gucken, dass wir in die dritte Stufe kommen, weil wir brauchen irgendwann auch mal Werkzeug. Jetzt erstmal hier noch einen Weg lang. Wo ich dann noch ein paar Häuser hinstelle. Die haben natürlich das Problem, dass die dann keinen Zugriff zur Kirche haben. Aber das werden wir einfach beheben, indem wir nochmal eine hinbauen dann. Komme ich hier vorbei? Nee. Schöne Reihenhaussiedlung hier. Achso, hier ist jetzt schon die Grenze erreicht. Oh, ist ja blöd. Baue ich einfach jetzt hier nochmal. Nee, Moment, da brauche ich. Was brauche ich dafür? Wie kann ich erweitern? Oh, da sind wieder welche abgehauen. Nur gerade neu gebaut hier und dann schon wieder abgehauen. Das ist doch eine Schweinerei. Nur weil ihr eure scheiß Kirche nie kriegt. Hölzerner Turm. Nee, ist das, war das das hier? Expand Settlement Range. Da bauen wir sowas einfach mal hierher jetzt. So. Und ist es meine Settlement Range größer geworden? Ja, komm, jetzt kriegt ihr doch eure komische Kirche hier. Scheißt euch doch mal nicht so ein hier. Jetzt brauche ich aber erstmal 5 Holz noch dafür. Okay, erstmal wieder in den langsamen Modus. Ach so, jetzt muss ich den natürlich weiter produzieren lassen. Wenn der nämlich denn den Alk aufgekauft hat. Komm, gib mir noch ein Holz. Das dauert ja hier. Komm schon. Go for it. Los. Jetzt, jetzt können wir hier auch die Kirche hinbauen. Jetzt haben die auch keinen Grund hier irgendwie wieder abzufänsen. Die erreichen auch den Marktplatz und damit sollte jetzt wieder alles in Butter sein hier. Minus 30 haben wir trotzdem, weil die Kirche 15 kostet. Vielleicht sollte ich auch mal einen zweiten Holzfäller irgendwo bauen. Laufende Kosten 5 hat der. Genau, ich baue einfach nochmal einen zweiten. Die sind eigentlich in Ordnung jetzt, aber trotzdem unzufrieden. Okay, kleine Steuersenkung. Komme ich den Leuten mal entgegen. Gehen wir wieder mit der Geschwindigkeit ein bisschen nach oben. Einige Siedler haben ihre Siedlung verlassen. Warum denn? Ist doch alles in Butter hier, nur weil es hier noch nichts zu fressen gibt. Und die Steuern zu hoch sind, ist doch wie im RL. Mensch.
Aber trotzdem so richtig ins Plus, wo wir vorhin übelst das Plus hatten, da lief alles. Und jetzt, na gut, jetzt ist wenigstens wieder Futter gerade da.